klaren Worte auf jeden Fall und für das klare Statement und auch nochmal für den Aufruf, wählen zu gehen, weil das ist letztendlich das einzige Werkzeug, wie wir es auch nochmal denen da drüben zeigen können, dass wir die nicht wollen. Ja, ich wollte noch was. Der Bürgermeister darf sich ja vielleicht gar nicht dazu äußern. Er hat ja neulich was gesagt, was für Furore gesorgt hat. Er hat einfach gesagt, Leute, denkt nach. Und das gefällt ja einigen Leuten schon nicht. Er hat gesagt, denkt nach, wo ihr, wenn ihr Gäste habt, die, in welchem Hotel ihr die unterbringen wollt. Und wenn ihr feiern wollt, denkt nach, wo ihr feiert. Das war noch nicht mal ein Boykottaufruf. Das war einfach nur ein Appell an den menschlichen Verstand. Und das hat für Gegenwind gesorgt. Und ich finde es toll, dass ein Bürgermeister so einen Gegenwind aushält. Ich muss jetzt mal sagen, wer auch immer da jetzt gerade ist, das kritisch zu prüfen, ob er es sagen darf. Es gibt da ein Urteil von 1958. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass auch Beschäftigte, die im öffentlichen Dienst eine Meinung haben, dürfen und sie äußern dürfen, auch wenn sie in leitender Position sind. Und ich kenne den Mann schon seit 40 Jahren oder länger. Und mir fiel gerade ein, wir haben ein Seminar gemacht in Heiden. Und da haben in den Schubladen dieses Hotels so Nazi-Propagandaschriften gelegen. Das haben wir dann dem Bundesamt für Verfassungsschutz gemeldet. Und ein Jahr später war das dann im Verfassungsschutzbericht. Also man kann was machen. Man kann in jeder Kleinigkeit immer was machen, um die Demokratie zu retten und gegen Nazis und Faschisten vorzugehen. Danke, Werner Hahn. Und schönen guten Abend. Noch was. Es hat ja einer bestimmt, also Martin hat es erzählt, ich habe mich rechtfertigen müssen, weil ich was gesagt habe, was jemand nicht gerne hören wollte. Aber ich will euch mal sagen, das ist jemand, und das ist jetzt kein Scherz, der hieß bislang Borsu. Der heißt jetzt Claudius Julius Maximus. Hat sich offiziell umbenennen lassen. Ja, nieder mit den Tyrannen, oder? Auch du, mein Sohn Brutus. Glück auf. Danke, gerne. Jetzt geht's. Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch ein bisschen beleidigt. Wir kommen hier heute zu dieser großen Veranstaltung zusammen und wir sind da drüben, die hinterm Zaun, die schicken ihren tollsten Mann gar nicht erst mehr hin, weil sie ihn verstecken müssen, weil sie ihn gar nicht mehr vorzeigen können, ja? Der zweite Mann kann wahrscheinlich auch nirgendwo öffentlich auftreten und der dritte Mann kommt übrigens gebürtig aus Lüdinghausen. Ich wollte nur sagen, die sind uns näher, als uns lieb ist. Den nächsten Gast, die nächste Gäste müsstest eigentlich du ansagen. Altersmäßig ist das noch die Zielgruppe. Ich bin da raus. Sie ist die Landesvorsitzende der Falken, SVD, glaube ich immer noch, ne? Sozialistische Jugend Deutschlands und nicht sozialdemokratische Jugend Deutschlands. Hat eine uralte Geschichte, diese Jugendorganisation. Die ist früher sozialistische Arbeiterjugend, also in der Weimarer Zeit, und hat das mitgemacht, was alle Demokraten 1933 mitgemacht haben. Sie wurden verfolgt, verboten und behelligt. Und es gibt zum Glück diese große Organisation noch, ist vielleicht für viele ein bisschen aus der Zeit gefallen, die Falken. Die Falken haben den Sitz, den Landessitz hier fast in der Nachbarschaft in Herne und die Landesvorsitzende ist heute zu uns gekommen. Man erkennt sie am blauen Hemd, das Zeichen. Maja Iwa, und du wolltest noch was sagen vorher. Genau, um die Maja zu unterstützen, bitte ich einmal unsere Jugend, die heute hier ist, vor die Bühne. Der Nico hat da ein Banner. Genau, deswegen bitte ich euch einmal alle zur Bühne vorne. Schatzis, oder Alter. Moin.